Du bist aber jetzt, weißt du, was wir nicht verkneifen, klar? Was ist los? Dass ich jetzt kurz hier drauf war. Oh, nenn ich jetzt, wir kommen gerade ins Gespräch, jetzt hör doch auf. Schön, dass du da bist. Überraschend. Meine Damen und Herren, hier ist Adi und seine Viecher. That's my fam, I hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the nunchuck dough. Hallo Adi, du bist Adi, ne? Ja, das sind ja offenbar die Viecher, du bist Adi, ja, genau. Ja. So, also, ja, okay, also erstmal möchte ich dich fragen, also Adi, du bist, du bist Insektenzüchter, ja, das sehe ich, ja, genau. Ja, warum eigentlich? Macht mir Spaß irgendwie, ne? Schon ein ganzes Leben. Schon dreimal habe ich alles gesammelt. Ja. Jetzt inzwischen seit 15 Jahren. Also früher warst du so einer mit so Regenwürmern und so, bist nach Hause gekommen und so. Hast du alles nach Hause mitgebracht. Hast du die Mama da geärgert, ne? Ja. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Tiere. Was ist das? Das hier ist Tausendfüßler, ne? Riesen Tausendfüßler. Du kennst dich schon aus. Ja, ja, da sieht man ja, ich habe gezählt. Ja, hast du gezählt. Na, auch Fun Fact, Tausendfüßler haben keine tausend Füße. Nee, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Oh, ich bin so ein bisschen, also ich bin gar nicht so richtig fies vor Sachen, weil der hat sein Bein so abgeknickt, da der Kollege da. Ist das, soll das so? Nee, das schaut nur darüber. Ah ja, okay. Das ist übrigens die größte Vogelspinne der Welt. Oh. Ach, die Goliath-Vogelspinne. Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, vor Spinnen habe ich nicht so Angst. Nein? Nee, Ich kann einen rausholen, wenn du willst. Ja, machen wir gleich, ja. Ja, sag mal, ich möchte kurz zwei, drei Sachen fragen und besprechen, bevor du jetzt alle die nicht sofort freilassen. Jetzt, wir besprechen das erstmal. Das nehme ich dir raus, alles entspannt. Ja. Du hast jetzt gar keine Angst, ne, Stefanie? Geht so. Ich habe das Gefühl, ich bin zurück bei Jeremy Sex Topmodel und jetzt ist irgendwo eine Challenge. Ach, das ist, aber das ist so ein Quatsch, ne? Das ist ja auch bei Jeremy Sex Topmodel. Ich gucke das gerne, wir kommen gleich zu den Viechers. Aber, das dann auch, du machst dann natürlich irgendwelche Sachen, die dann für die Sendung gut sind und so weiter. Mhm. Wie oft musstest du im weiteren Modelleben irgendwie eine Vogelspinne auf den Kopf machen? Kein einziges Mal. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, guck mal, er hat die schon. Aber heute. Ja. Okay. Okay, so, und das ist, erzähl doch mal, was ist denn das? Das ist ja eine australische Hausspinne, auch Holconia insignis genannt. Das ist eine Spinne, die gerne in Häusern gehalten wird in Australien. Gehalten, die läuft da einfach rein, wahrscheinlich in Australien. Die laufen rein, aber Leute lassen die auch gerne drin, weil die fressen alles, was sich bewegt, machen keinen Dreck, machen keine Netze. Wie, was sich bewegt? Alles, was sich bewegt. Ja, ich bewege mich auch. Also. Ich glaube, du bist ein bisschen zu groß. Ja. Aber die können, aber beißt alles, die dann? Oder genau, also die beißen zu und fressen alles. Die haben auch ziemlich schwaches Gift, also für Menschen. Ja? Also die können auch Menschen beißen und so? Ja, ich habe auch schon ein paar Mal gebissen. Ja. Und was passiert dann? Bei Menschen nicht viel. Ist sehr, sehr schwache Giftwirkung bei der, wirklich wie ein Mückenstich. Macht das denn, hat man dann ein Gefühl? So, ist das auch irgendwie gut? Also, weiß nicht, ob gut, ne? Neutral, sage ich mal, ja. Was zeigt das jetzt auf die Hand? Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Also vor Spinnen habe ich jetzt nicht so super viel Angst. Manchmal beißt sie, aber es ist nicht so schlimm bei denen. Heute nicht, ne? Heute nicht. Was muss man jetzt? Alles entspannt. Jetzt. Was ist das, entspannt? Also wenn sie stehen bleibt, dann mag sie dich, ne? Aha. Die leckt an dir. Nee, die beißt gleich. Die bereitet die Stelle vor, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. Oh ja. Also, mach mal weg, bitte. Mach mal bitte weg. Also ich habe keine Angst vor dir, aber beißen. Ich bin mal von einem Frettchen gebissen worden als Kind. Ich bin so ein bisschen. Ja, ist ähnlich. So ein Frettchen, so irgendwelche älteren Kinder hatten die mit auf dem Spielplatz. Dann hat das mich gebissen. Seitdem möchte ich. Ich hatte auch mal einen Hamster, aber naja, auch traurige Geschichte. Aber was ist damit passiert? Ich habe den im Winter auf dem Balkon, habe ich den sauber gemacht und dann irgendwie kam was im Fernsehen, hatte ich den da vergessen. Oh. Wie war der Name? MC Hamster hieß der. Ja. So, wir haben noch hier ein paar andere schöne Sachen. Zum Beispiel hier haben wir einen Riesenskorpion. Oh, und der ist ja auch wo ist der denn her eigentlich? Das ist ein afrikanischer Riesenskorpion. Okay, und hat der noch seinen Stachel? Der hat alles. Wir nehmen warum? Das heißt, das Ding ist richtig giftig, ne? Also diese Art ist auch nicht richtig giftig, die ist wie eine Wespe. Wie ein Bienenstich kann man das vergleichen. Mhm. Aber diese Art hat ziemlich große Scheren, mit denen die stark kneifen kann. Die Beute wird auch eher wirklich gefangen und zerrissen, lebendig.
anstatt erstmal gelähmt. Ne? Aber warum findest du das alles so cool und witzig? Geil, oder? Also, weißt du, du bist so, ja, der zerreißt Sachen. Doch toll. Gewöhnen die sich dann auch an dich? Ist das so, die wissen, du bist Papa? Nein, das ist schwierig. Also vielleicht so ab Skorpionenspinnen geht das los, dass die ein bisschen mehr checken. Ja. Aber im Grunde sind das sehr einfache Lebewesen, die das nicht verstehen können. So. Aber stressen wir die jetzt? Also nerven wir die Viecher? Oder? Also, jetzt gerade ist die Tiere, also jetzt gerade ist die entspannt. Ich merke, wenn die aggro wird, dann sind die gestresst auch. Ja. So zeigen die, dass es die. Aber ich interessiere mich auch dafür, was du für einer bist irgendwie. Ne? Weil ich irgendwie so denke, was ist los? Ja, ne? Was ist so, wie kommt, was, ja. Was bin ich denn für einer? Na, irgendwie bist du ja so ganz nett, ne? Aber irgendwie du scheinst irgendwie so ein Geheimnis zu haben. Auf das kommen wir hier in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht. Aber irgendwas, was fasziniert dich an so todbringenden. Ja, irgendwie war es schon immer mein Ding. So, ne? Ja. Also die meisten Tiere sind ja harmlos. Ne? Ja. Also die meisten fressen auch Blätter, nicht andere Tiere. Hast du eine Freundin? Nein. Ja, aber und wenn du jetzt mal jemanden kennenlernst, eben bei einer Freundin wäre es ja so, die wüsste ja Bescheid, ne? Die wüsste Bescheid. So, also wenn du einen Partner, eine Partnerin hast und du bringst den oder sie dann mit nach Hause, also beziehungsweise oder jemand Neues lernst du kennen und die Person ist dann bei dir zu Hause. Ja. Und sagst du dann eigentlich schon in der Bar, du, pass auf, wir können zu mir, aber Folgendes. Ja, oder ist das dann so eine kleine Überraschung? So? Es ist als Überraschung, glaube ich, besser. Ne? Ist ja spannend. Spannende Überraschung. Ja, weiß ich. Ja? Wie viele Tiere hast du zu Hause? Oh, so um die 1000 rum, auf jeden Fall. 1000? Fütterst du die alle selbst? Ja. Für so einen Horrorbauernhof. So, könntest du jetzt auch mal, vielleicht auch mal was auf für die Hand nehmen? Für dich ist ein Skorpion gedacht. Skorpion-Dings. Okay. Stefanie, das ist nur für dich. Nein, okay. Mir ist mal so einer in China auf den Rucksack geklettert. Einmal die Hand machen, Finger zusammenhalten. Okay. Übrigens mögen die keine Ringe, also die werden manchmal Ringe ein bisschen weg. Ist egal, nein, lass, alles gut. Alles gut. Ja, guck mal, du dürftest, die ist jetzt aggressiv. Nein, alles jetzt gut. Hast du sie aggressiv. Na komm, du nimmst alles was anderes. Alles gut, okay. Nein, das ist perfekt. Du hattest schon sowas auf dir drauf. Ja, also, oh, ist das süß. Wie toll. Das ist süß. Ja. Mutig. Oh mein Gott. Toll. Oh, du bist wahnsinnig mutig, muss man sagen. Ja. Wirklich. So, okay. War doch toll, oder? Super toll. Ja. Ja, sehr. So, die kommen wieder rein. Aber warte, du fütterst die dann auch alle selbst und teilweise bestimmt auch lebendige Tiere, oder? Das ist richtig. Oh. Also zum Beispiel diese Skorpione fressen auch Schaben oder Grillen, Heimchen. Mhm, genau, Katzen. Ich habe auch hier eine Gottesanbeterin unten. Alter, ey. Lass uns hier weiter unten schauen. So, hier. Was ist das? Also hier ist eine Gottesanbeterin, die gerade tausend Schlüssel hat. Aber die tun ja nichts. Die ist mir mal, da waren wir beim Duell um die Welt, weiß ich nicht mehr wo, irgendwo, und da ist mir so auf den Arm gesprungen. Ja, es gibt aber auch Arten, die was tun. Ne? Echt? Ja, also die ist das auch schon so eine stärkere Art. Guck mal, also die fokussiert schon tausend Schlüssel. Gut, also wir überlegen uns hier noch ganz. Ich höre jetzt gerade, wir müssen kurz was. Wir machen aber weiter, oder? Wir machen gleich weiter. Das heißt, also ihr sucht euch jetzt mal aus, ne? Und wir bereiten das dann lecker zu und nachher setzen wir uns also. Was wäre denn trotzdem das Leben komplett ohne lebensgefährliche Situationen, haben wir uns gedacht. Und deswegen haben wir hier so irgendwelche kleinen grünen Männchen, die einen töten können. Und er hat noch so Viecher mitgebracht. Nein, du hast. So, Willst du die auf die Hand haben vielleicht? Weiß ich nicht. Nein, willst du das Ding wird sehr aggressiv. Das hier ist ein sehr aggressives Ding. Was aus ist denn Malaysia, das eigentlich? Eine Heteropteryx dilatata, eine malaiische Riesengespensterschnecke. Heteropteryx dilatata, die auch fauchen kann, wenn sie will. Die hat, weißt du das? Oh, und sie schlägt mit den Beinen, um mich mir einfach weh zu tun. Aber ich habe noch etwas aus Malaysia, was ich dir unbedingt zeigen möchte. Und du musst raten, was es ist, okay? Wie, ich muss raten? Du musst raten. Was für ein Tier? Ja. Ist das eine Gattung oder so, oder eine Tierart, die ich kennen schon kann? Ungefähr. Ich habe hier so eine Kamera übrigens, da kann ich dann noch mal so. Es sieht sehr unspektakulär aus. Soll ich filmen und du fährst an? So. Ja, cool. Nimm mal so eins. Auf einmal bist du ganz gerne in der Kamera. Ich möchte nicht diesen Knüppel in die Hand. Oh, alles ja wird gut. Das muss ich nicht essen, ne? Nein, also wenn du willst. Nein, ich möchte nicht. Also es gibt Leute, die das essen. Was glaubst du, was das ist? Das ist lebendig. Das ist bestimmt ein Falter oder so, oder eine Motte oder so. Oh, richtig. Ja? Das hat sich verpuppt? Das ist das Kokon. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es jetzt rauskommt, aber das wird nicht so sein. Das wird jetzt nicht so sein. Nein. Da drin ist eine Puppe von dem größten Schmetterling der Welt, Attacus Atlas aus Malaysia. Ja. Kannst du da drin sehen? Du kannst es so aufmachen. Ja, die ist da drin. Und die lebt da drin? Ja, ja. Das Außen, das sind eigentlich nur Blätter, die eingesponnen sind. Okay, jetzt will ich auch mal anfassen. Mal. Schmetterlinge mag ich. Soll man das? So, also so kannst du anfassen, kann ja nichts passieren. Aber wie, Moment mal, ist das jetzt, als wenn die im Bett ist oder wie lange bleibt sie jetzt da drin? Die bleibt da so einen Monat drin. Ja.
Also im Grunde sind die als... Wie Jakob. Diese Art ist 3 Monate als Raupe unterwegs, dann so 1 Monat als Puppe, Kokon, und dann 1 Woche als Falter. 1 Woche nur? Genau, weil die Falter nichts fressen können. Das ist das Besondere bei denen, bei der ganzen Gattung. Ach so, man muss vorher essen und dann... Die wirklich leben davon nur, was die als Raupe angesammelt haben. Das heißt, die freuen sich die ganze Zeit drauf, auf 1 Woche rumfliegen? Nein, die fliegen auch nicht. Ah, die Weibchen sitzen rum, warten, bis die Männchen kommen, paaren sich, legen Eier, sterben. Das war's. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. ich möchte mich recht herzlich erstmal bei dir bedanken. Ja? Und schön, dass du heute hier warst und natürlich auch stellvertretend. Ich habe jetzt nicht alle Namen gemerkt, aber an all die Dinge. Wir sprechen gleich noch einen Moment weiter. Ich nehme mir die Kamera noch mal ab. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder zurück bei Late Night Berlin. Und wir haben auch noch was miteinander vor. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ich ja selber wissen.